Der niederländische Eissportverband KNSB hat Jan Koopmans als neuen Nationaltrainer für die Mannschaftsdisziplinen Teamverfolgung, Massestart und Teamsprint verpflichtet. Der 61-Jährige, der zuletzt bei der Deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft (DESG) als Bundestrainer Technik tätig und für die Trainerausbildung zuständig war, wird ab 1. Januar 2019 die Verantwortung übernehmen. Koopmans wird Nachfolger von Gerd Kuiper, der sein Amt nach den Winterspielen von Pyeongchang 2018 abgab, um Trainer in Kanada zu werden. Ich gehe zurück in die Heimat. In meiner neuen Position kann ich alles loswerden, was ich in mir habe. Ich bin stolz auf die Herausforderung, sagte Koopmans dem SID. Koopmans begann seine Trainerkarriere in Deutschland 1992 als Clubtrainer in Grefrath. 1998 wurde er Landestrainer von Nordrhein-Westfalen. Von 2001 bis 2007 war er Juniorenbundestrainer, von 2007 bis 2010 Assistent des damaligen Herren-Bundestrainers Bart Schouten. Besonders die Nachwuchsausbildung lag ihm am Herzen. Es tut etwas weh, etwas zurücklassen zu müssen. In ihrer jetzigen Situation muss die DESG sich besonders um den Nachwuchs kümmern, sagte Koopmans. Mit Jan Koopmans holen wir einen Nationaltrainer, der Fachwissen mit der Kunst verbindet, Menschen miteinander zu verbinden. Wir vertrauen Jan, dass er mit frischem Blick die Teams zusammenschweißt, die in den kommenden Jahren erfolgreich sein sollen, sagte KNSW-Sportdirektor Remy de Wit.